Willkommen zurück zu Stronghold Crusader 2 mit mir, PeterHausStrongCreed.de, und wir stürzen uns jetzt endlich mal in die Scharmützelzüge, nachdem wir die Übungskampagne hinter uns gebracht haben. Und schauen mal, was uns in unserer Taufe da so erwartet. Offensichtlich müssen wir uns das ja alles freispielen, anders als bisher. Und das beginnt mit Über den Berg. Lauschen wir doch mal rein, worum es hier so geht. Okay. Scharmützelzüge Taufe. Also spiele ich jetzt gegen den Schar der Duftende, starte mit 5000 Gold und der mit 3000 Gold, und das hier ist die Karte, um die wir kämpfen, und ich muss ihn zerstören? Gibt's da eine Story? Platziert euer Story? Vorratslager, mein Lord. Nein! Keine Story? Okay. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr meint, dass wir das Platziert nicht euren nötig haben, Kornspeicher, Sire. bitteschön, dann eben keine Story. Ich will da jetzt mal nicht so sein, ne? Oh, wir haben aber ein ganz schön breites Spektrum an Gebäuden, die wir bauen können. Wie sieht's mit Holz aus? Okay, bauen wir erstmal ein paar Käsefarmen. Nachdem wir ja wissen, dass die hervorragend sind. Wir können auch direkt mit Brot anfangen. Wir brauchen aber sicherlich auch ein Haus. Mensch, wir können ja alles bauen. Sind das jetzt einfach nur Gefechte hier? Sehe ich das richtig? Kämpfen wir jetzt einfach nur gegeneinander? Ach, das ist ja gechillt. Okay. Wahrscheinlich unterschätze ich das total und bin in 10 Minuten kaputt. Überwältigt. Habe ich doch gerade Teer blubbern hören, oder bilde ich mir das ein? Bilde ich mir ein. Okay, checken wir. Meine Güte, wir haben ja echt alles, was wir hier haben können. Alles. Dann machen wir es uns direkt gemütlich. Nahrungsmitteltechnisch. Bauen uns hier so eine kleine Mühle hin. Hauen uns dann direkt daneben noch einen Bäcker. Und sobald die da sind, bauen wir auch noch eine Weizenfarm. Schauen, ob das dann hier hingeht. Ist ja immerhin auch grün, ne? Könnte ja schon funktionieren. Okay, das hier ist wohl das weiteste Grün. Weiter geht's nicht. Bitteschön. Okay, sieht's denn aus? Nahrungsmittel läuft. Haben wir auch Stein in irgendeiner Form schon? Oh ja. Na, wer wird denn da oben direkt abbauen? Gierig, gierig. Wer macht denn sowas? Wie weit dürfen wir den überhaupt bauen? Bis hierhin. Okay, ich kann meine Steine nicht schützen. Kann er Steine irgendwo schützen? Nein, so fair sind wir. Gut, dann machen wir es aber mal richtig ätzend. Dann stellen wir hier so einen fetten Turm hin. Hauen da eine Treppe dran. An das Ding. Hier innen rein. So. Ziehen da noch eine Mauer lang. Swiggity Swooty. Coming for the Booty. Ziehen hier die Mauer dicht. Wir sind eure Leute. Unsere Bogenschützen. Stellen die mal eifrig da oben drauf. Im Torhaus reicht's auch noch. Wunderbra. Die können dann nämlich hier schon mal die Arbeiter töten, die da frecherweise rauf und runter laufen werden. Während wir uns dann hier drüben einnisten. Eins, zwei. Bauen wir nur noch ein bisschen Nahrungsvielfalt. Noch zwei so Obstfarmen. Wir denken daran, Skorbut ist ja das größte Problem. Okay, aber nachdem jetzt hier die Story fehlt, fehlt mir so ein bisschen der geistige Antrieb. Warum will ich denn den Duftenden töten? Denken wir uns eine Story aus. Also der Duftende hat hier offensichtlich voll das gechillte Haus am Start. Der macht sich hier richtig den Wanst voll mit seinem Lebensstil, und das stinkt mir. Das ist unsere Story für die Mission. Das stinkt mir. Der Duftende stinkt mir. Oh, okay. Erste Auseinandersetzung. Achtung, Achtung. Erste Auseinandersetzung. Wir brauchen mal hier gerade Militärgebäude und sowas. Unterkünfte. Und
Auch eine Waffenkammer. So, Gott sei Dank stirbt das alles hier eifrig auf dem Weg zu mir. Aber das mit den Steinen wird vielleicht ein bisschen eng. Was haben wir denn hier alles für eins? Wir haben alles. Meine Güte, haben wir viel von allem. Bauen wir uns mal vorne hin. Und holen uns noch ein paar Bogenmacher ins Haus direkt. Bauen das mal so herum. Ah ja, bauen wir ruhig so. Das passt schon. Erstmal ein paar Bogenschützen großziehen. Das wird somit das Wichtigste sein, was wir hier haben. Okay. Wie sieht es mit der Nahrungsmittelproduktion aus? 62 produzieren wir. 29 verbrauchen wir. Ich weiß, wir haben viel Gold, aber warum geizen, wenn wir jetzt schon anfangen können, die Köfferchen wieder zu füllen? Aber da geht noch mehr. Wie sieht es denn hier aus mit Mehl? Haben wir relativ viel. Eine Nachricht vom Schah. Die Uniformen stehen unseren Soldaten vorzüglich. Müssen wir wirklich in die Schlacht ziehen? Oh, der sieht nicht so besonders glücklich damit aus, dass er kämpfen muss. Nicht genügend Arbeiter seine, zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Seine wunderschönen Soldaten da womöglich bei draufgehen. Kann ich verstehen, ich würde es auch gerne vermeiden. So bewaffnete Konflikte sind doch ekelhaft. Mensch, das gefällt mir auch. Das wäre so schön, wenn die komplette Kampagne so wäre. Also die kompletten Scharmützel. Das wäre so... Das wäre meine Güte. Das Spiel hätte für mich... Wow! Für immer und ewig gewonnen. Ihr seid der zweitgrößte Lord. Okay, das sehe ich jetzt als begrenzt problematisch an. Um nicht zu sagen, als sehr problematisch. Was... Okay, wie du mir, so ich dir scheinbar. Versteh schon. Das, okay, wir haben offensichtlich schon ein paar Waffen am Start. Auf die Plätze! Das ist doch gut. Bringen wir die mal schnell da hoch. Bemannt die Brüstung! Und holen uns zwei, drei kräftige Ritter. Hier unten den Hof beschützen. Was kümmert euch, Sire? In den Kampf! Erform! Bevor da großartig was durchkommt. Hula. Okay, die haben wir jetzt alle getötet, der freundlicherweise. Rekruten werden, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Das ist jetzt aber dennoch Schicksal ist eines. Eher unpraktisch, dass sie hier alles so eingerissen bekommen. Wir brauchen mal hier so Sonnekerle. Wir kümmern uns drum. Eine Nachricht. Stürm da mal. Oh, was für ein Desaster. Ja, das kannst du aber laut sagen. Was für ein Desaster. Was soll das denn hier? Frechheit. Ungehobelter Klotz greift dir da einfach so meine wunderschöne Verteidigung an. Und da muss ich dann auch direkt schon hier die Gebäude reparieren. So halb auseinandergerobbt hat. Menschenskinder. Da hat er mir jetzt aber noch einen leichten Schrecken eingejagt. Stellen wir die mal da oben hin. Vorsorge halber. Rekruten werden benötigt, Sire. Gebt uns nur ein Ziel. Und der Turm wird vollgestopft. Damit wir hier auf gar keinen Fall großartig Probleme haben mit Truppen, die von der Seite ankommen. Das ist der letzte Armbrustschütze, den wir bauen können. Schlachtordnung! Die Truppen der Schars greifen an. Ja, sollen sie doch. Sollen sie doch mal schauen, ob mich das kümmert. Die Truppen des Schars da so. Einfach da rumhüpfen. Da kümmern wir uns auch gleich mal ein bisschen um Eisen. Wenn wir schon dabei sind. Das halt gut beschützen. Gut beschützen. Okay. Ich habe keine Freude daran, dass die Zivilisten hier die ersten Opfer unseres Konflikts sind. Wirklich nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Sinnloses Sterben.
bauen wir uns auch mal hier so ein Lager, damit ich mir ein paar Heiler holen kann. Ich hoffe, ich darf das überhaupt nutzen. Ja, ich habe bloß keine Leute. Das ist unser Problem gerade. Bauen wir mal hier oben so ein Häuschen hin. Und holen uns ein paar Heiler. Für unten an die Burg. Da. Da unten stellen wir die hin. Dann heilen die nämlich da hoch. Genauso wie das sein soll. Und dann hält meine Truppe auch schon einen Ticken länger. So, dann versuchen wir mal alles hier aufzudrehen. Haben wir denn noch alles Schönes? Wir hätten auch Kerzen und so. Können wir schon eine Kirche bauen? Haben wir genug Stein? Nein, nicht wirklich. Ich bräuchte nämlich mal ganz speziell noch mehr Armbrustschützen. Das stünde jetzt mal auf meiner Wunschliste ziemlich weit oben. Um nicht zu sagen, ganz weit oben. Rekruten werden benötigt sein. Eure treuen Bogenschützen. Gut, für den Anfang müssen es halt noch mehr Bogenschützen tun. Wenn wir schon 17 Bögen noch haben. Bauern werden benötigt, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Die Sehnen sind gewachst, Mensch. Das sind gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. Rekruten werden benötigt, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Ich will jetzt hoffen, dass ihr treu seid. Ich will es doch schwer hoffen. So, ich hoffe, ich hebel jetzt hier oben das vollkommen aus, was der da machen will. Ich verhindere für immer und ewig, dass da was passiert. Bauen wir uns mal gerade so einen Feldwebel, den wir auf den Turm stellen. Das Recht ist auf unserer Seite. Um die Truppen zu verstärken. Bauern werden benötigt. Wir auch schon gelernt, dass das sinnvoll ist. Bogenschützen unterwegs. Nur mit Feuer kann ich hier vorne halt nicht so wirklich hantieren. Das wäre eher problematisch. Unsere Bögen werden singen. Ach ja. So, bauen wir uns mal gerade noch ein hübsches Haus. Jetzt gucken wir mal hier eben rein. Mehl haben wir ganz viel, da können wir noch richtig gut Bäcker nachsetzen. Machen wir auch. Bauern werden benötigt, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Und die letzten Bogenschützen da hinauf. Jetzt bauen wir uns auch noch ganz viele Speerträger, die wir hier oben dazustellen zu unserer tollen, mächtigen Truppe. Und der baut sich hier so eine kleine, schöne Rundburg, die mich herzlich wenig beeindruckt. Wie sieht es denn aus mit Metall und so? Das kriegen wir auch rein. Schön, aber wir haben ja auf die Steine für die Kirche gewartet. Die stellen wir einfach mal hier unten so dran. So in die Nähe. So, da die... Jetzt ist es ja wieder eine Kirche und keine Moschee, ne? Wir sind ja jetzt gerade wieder Christen. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Das ist super, dass das funktioniert. So, dann bauen wir uns viermal Wachs, wenn ich es finde. Na, kann ja jetzt nicht so schwer sein. Bin ich blind? Da. Bauen wir uns 4 Kerzengieße rein. Die sollten theoretisch reichen. Um das hier zu machen. Ich weiß, dass mit dem ganzen Gold, was ich habe, könnte ich theoretisch aus dem Belagerungslager und aus dem Söldnerlager schon längst eine Truppe gebaut haben, das hier einreißen kann. Aber ich möchte es gechillt angehen. Ich möchte es hier genießen. Ja. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Außer den wir uns selber machen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja keinen Zeitdruck machen. So, unsere Kerzenmacher starten. Das ist doch schon mal ganz fein. Sieht es hier nahrungstechnisch aus? Uiuiuiui. Tja. Da geht aber viel. Sieht mehr aus, als es ist. Aber es passt schon. Waffen werden schon benötigt, Sire. Euer Zeichen, Sire. Können wir noch ein Haus setzen?
Müsste erreichen. Bereit! Ach, wie sie alle gestärkt sind. Einen mächtigen Bogenschützen. Brustwerkstätten. Kommen jetzt als nächstes hier hin. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Beinahe jetzt gereicht. Na komm. Bringt mir Holz, Mannen. Worauf warte ich eigentlich mit dem Stein? Auf noch so einen Turm hier? Kann ich ja schon bauen. Passt der da irgendwo hin? Nö. Passt der hier vorne irgendwo hin? Da so? Nö. Dann will ich auch nicht noch so einen. Ich könnte hier hinten noch so einen reinbauen, so als zusätzliche Verteidigung, hier so einen kleinen Bergfried machen. Aber ich entscheide mich dagegen. Ich möchte andere Dinge tun. Bloß was? Ich weiß nicht so genau. Ach ja, richtig. Ich wollte ja auch noch schauen, wie das so mit Metall aussieht. Das müssten wir mittlerweile auch am Start haben. Verkaufen wir mal ganz viel Stein. Kaufen wir uns mal ganz viel Holz. Oh Gottesdienst, können wir richtig hart aufstocken. Ah, nicht ganz so hart. So hart. So hart können wir Gottesdienste aufstocken. Das tut's. Und jetzt können wir hergehen. Ihr seid der größte Lord! Danke! Das beruhigt mich, dass ich das bin. So, bauen wir uns jetzt hier zwei solche Schmieden hin. Und noch eine und den Rest machen wir mit Schwertern. Pump, pump. So, wie sieht's denn aus mit den Leuten? Haben wir noch genug? Da wird eifrig gekämpft. Ah, da dürften vielleicht dann noch mehr Gegner auf den Karten kommen und so. Das ist natürlich doch recht vielversprechend. Auch wenn ich etwas schockiert bin, dass da jetzt nicht irgendwie so eine Kampagne draus entsteht, dass die Kampagne ernsthaft die Übungskampagne ist. Und so ein bisschen, naja, schockiert ist vielleicht das falsche Wort, aber seltsam? Irritiert? Ich bin irritiert. Oh, schauen wir mal, was wir hier so bauen können. Wenn da Kriegswölfe bei sind. Oh Gott. Dann wisst ihr ja schon, wie meine Strategie aussehen wird. Wow, wo ist mein ganzes Gold hin plötzlich? Gebt uns etwas okay. Zu tun. Sind doch etwas teurer als erwartet. Hoppala. Aber das macht ja nichts. Ach ja? Das will ich gesehen haben. Wie die Truppen des Schars angreifen. Das möge er mir jetzt mal demonstrieren, wie er sich das vorstellt. Der gute Schar. Braucht ihr etwas? Belagerungswaffen stehen schon, damit kommen wir locker hier durch. Ganz locker, fehlt eigentlich nur die Armee, mit der wir es dann am Ende einnehmen. Das wird über meine Ritter passieren. Und schaut mal, wie schnell die Schwertschmieden arbeiten im Vergleich zu den Rüstungsschmieden. Da muss noch eine Rüstungsschmiede zu, damit das irgendwie halbwegs ausgewogen ist. Was haben wir hier? Oh, wir haben auch noch mehr Platz für Bäcker. Problem ist nur, dass wir dann gleich wieder keine Leute haben. Oh, die richtige Balance finden ist doch schon eine Aufgabe in sich, nicht wahr? Ach, kaufe ich halt Holz. Ehrlich, das ist doof. Ups. Nicht genügend Gold. Gold! Verticken wir mal die Alk-Zutaten. Nicht genügend Waren. Weil darauf werde ich nicht zurückgreifen. Es läuft hier alles über Futter und Glauben. Das muss die Leute glücklich halten. Oh. Ein kleines Missverhältnis. Aber wir haben zwei neue Bäcker engagiert. Da habe ich großes Vertrauen rein, dass das was wird. Okay. Bauen wir erstmal unsere Speerträger, weil die werden wir auch mitnehmen. Wenn es dann soweit ist. Gemeinsam mit den Pikinieren.
Hier können wir noch einen von bauen. Das ist gut. Machen wir das doch. Gold ist beim Item nicht so ausgeschöpft, wie ich ausschöpfen könnte. Dann müssen wir das natürlich ändern. Also ich sag mal, den Char haben wir relativ gut unter Kontrolle. Komm hoch auf den Turm da, Kinder. Lasst euch halt mal versorgen. Stellt euch doch nicht da unten hin und euch lasst euch töten. Spinnt ja. Kann ich an diese Türme vielleicht so Holzschutzdinger dran machen und so hohe? Geht das? Ja, aber auch nur wieder auf der Ebene. Das ist ja dumm. Das missfällt mir. Das sieht so einfach aus. Nach allem, was wir bisher so erlebt haben. Sieht es so nach nichts aus irgendwie. So, jetzt wäre das eine Sache von ein paar Minuten. Ich hätte mir echt einen Marktplatz kaufen sollen. Bevor ich hier anfange. Der ist so teuer. Können wir uns gleich leisten. Dann machen wir das auch. Bauen uns hier einen Markt, damit ich die ganzen Überschussressourcen direkt verticken kann. So. Okay, ich möchte gerne Stein automatisch über 50 verkaufen. Holz automatisch über 100. Eisen automatisch über 30. Wir werden angegriffen. Das da gar nicht. Das da auch nicht. Und die Kerzen verticken wir mal automatisch über 30 auch. Dann dürften wir da jetzt einen etwas besseren Goldstrom am Start haben. Bauern werden den wir benötigt, arbeiten Sire. Können. Ich versuche noch in der Folge jetzt den Angriff zu machen. Also eventuell schaffen wir es ja in einer Folge. Gucken wir mal. Achtung! Den hier so an Einheiten. Natürlich noch nicht so viel. Bauern werden benötigt, Sire. Mit ein paar Schwertkämpfern sollte das dann aber eigentlich gar kein Problem sein. Aber er hat schon ziemlich viele Schwertkämpfer am Start. Das muss ich ihm erlassen. Das sind nicht wenige, aber ich nehme natürlich auch hier meine Superritter mit. Rekruten werden. Die bockt das natürlich erst recht nicht. Und hier hätte das ich. Das Recht ist auf unserer Seite. Sire, gebt uns nur ein Teil der Bogenschützen. Die hätte ich gern dabei. Man kann auch ein paar Armbrustschützen mitnehmen. Warum nicht? Wir haben es ja. Könnten die Leute etwas schneller produzieren vielleicht. Nehmen wir mal ein bisschen weniger Gold ein, dafür mehr Leute. Leute einnehmen. Nö, okay. Ich mache euer Leben günstiger. Könntet ihr euch bitte schneller vermehren? Nein, in Wirklichkeit ist es ja hier nicht so, dass die Leute sich vermehren, sondern die werden ja angelockt aus fernen Landen und gesellen sich hier zu meiner Truppe dazu. So schaut es ja aus in Wirklichkeit. Bink. Und Leute. Bink. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Boah, das sieht doch nach einer super Truppe aus, um das da unten auseinanderzunehmen. Dann schieben wir die mal eben hierher. Geht es in die Schlacht? Weil die stellen wir dann gerade mit dazu. Wir verschwenden unsere Zeit. Und das mache ich mal etwas schneller. Ich speichere mal fix. Damit wir das vielleicht jetzt noch schaffen. Oh, schneller. Rekruten werden benötigt, Sire. Prüf die Waffen! So, okay. Dann. Der Sieg wird unser sein. Schnappen wir uns die alle. Schön langsam. Hier rüber. Nenner hat gesagt, schön langsam. Spinnt ihr? Mit der Fahne. Ich möchte es bitte schön schnell haben. Rekruten werden benötigt, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Ihr seid der größte Lord. Ja, Mann. Du hast es begriffen. So schaut es nämlich aus. Das bin ich nämlich tatsächlich. Okay, und dann bewegen wir uns jetzt einfach mal hier runter.
Wir haben unsere Befehle. Her. Wie lautet der Plan? Die Dinger. In Vorbereitung. Den Befehl, das Ding wegzuknallen. Wie lautet der Plan? Während wir die Dinger genau manuell an der Truppe halten. Brechen auf. Genau nach Plan. Rücken vor. Ja, Sire. Braucht ihr etwas? Mal ein bisschen rein, bitte. Baumeisterabteilung, zieht los. Ehrlich? Ja, Sire. Bewegen uns. Ja, Sire. Ziehen jetzt los. Na? Gehen los. Dann fangen wir an zu kämpfen, hä? Eine Nachricht vom Schaf. Im Paradies regnet es. Und meine Füße werden nass. Ich glaube nicht, dass es im Paradies regnet. Ich glaube, du würdest belogen. Ach, das Gefieder des Baums bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich. Katapult okay. Herrje, bitte sehr lass schön. Meine wunderschöne Burg ganz. In Vorbereitung. Bereit, Sir. Könnt ihr da mal noch reinschießen, bitte? Fangen wir mal an. Na also. Achtung. Geht doch. Alle schießen. Unsere Bögen werden singen. Bewege Schutzwand. Dieses Bauwerk ist unverständlich. Feuer frei. Wie lautet der Plan? Ah, da kamen gerade die ganzen Speere geflogen. Meine Speerkämpfer sind noch die ersten, die oben sind und sich der Schlacht stellen. Aber ich befürchte, das wird nichts. Katapult bereit, Milo. Komme ich vielleicht meine Bogenschützen hier irgendwo rauf? Auf die Bälle. Da. Ist doch gut. Schicken wir die mal da hoch. Na los doch! Bemannt die Brüstung! Dann lassen wir die mal von da aus kämpfen. Während meine Hardcore-Truppe jetzt eh angekommen ist oben. Ich verlasse diese Farm. Bitte nehmt euch meiner Tiere an. Okay, irgendwie war der Schar voll freundlich und ich finde das irgendwie nicht hübsch, den getötet zu haben. Mir fehlt die Motivation. Aber nicht fließt, bleiben die Gazellen mit ihren Läufen darin hängen. Ist schon klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, like dann lassen, wer was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin.